Stichwort Netzneutralität. Das war ein Beispiel für Lobbying, was ein bisschen an den Medien vorbeiging. Aber dann in letzter Sekunde haben doch noch einige Politiker das Ganze erkannt und versucht zu stoppen. Und es auch gestoppt, die Versuche, das Internet zu privatisieren, das Internet den Konzernen zur Verfügung zu stellen. Ich sehe das anders. Ich sehe dahinter den Versuch, das Internet immer stärker zu kontrollieren. Man hat es ja gesehen in der Türkei, wie dort sozusagen über die Regierung Erdogan versucht wurde, Internet und die Internet-Community zu kontrollieren, weil sie regierungskritisch war. Das Gleiche probiert man hier auf europäischer Ebene, weil sich herausstellt, dass abseits der offiziellen Systemmedien im Internet eine parallele neue Öffentlichkeit entsteht. Wir Reformkonservative könnten alle das, was ich hier vertrete, nicht wirklich an den Mann bringen und an die Frau bringen. Hätten wir nicht eine Parallelöffentlichkeit? Wenn ich auf die Systemmedien in Österreich angewiesen wäre, dann bräuchte ich gar keinen Wahlkampf mehr führen. Das heißt, es entsteht eine zweite Öffentlichkeit, nämlich die Internetöffentlichkeit, und die können sie nicht kontrollieren. Und das versuchen sie jetzt immer stärker. Deswegen bin ich also gegen jede Form von Zensurmaßnahme im Internet. Nochmal zurück zum Phänomen Lobbyismus. Die Medienlandschaft brüstet sich ja gelegentlich damit, dass sie dem Lobbyismus widersteht. Jetzt könnte man sich umgekehrt fragen, bei all den Berichterstattungen, die manchmal sehr gleich erscheinen und manchmal auch den Lobbyismus gar nicht so erwähnen, nimmt der Lobbyismus nicht nur bei der Politik, sondern auch bei Medien Einfluss? Das ist es ja noch viel einfacher, denn die Medien sind in der Regel alle fremdfinanziert. Es gibt in Österreich Zeitungen, von denen ich sagen kann, wenn die auch nur 5 kritische Beiträge über Raiffeisen schreiben würden, dann können sie zusperren. Das heißt also, allein über die Finanzierung der Systembanken im Mediensektor kontrollieren natürlich die auch in Wahrheit den Mediensektor. Das ist eine sehr subtile neue Form von Einflussnahme und auch von indirekter Zensur, und die macht sich natürlich bemerkbar. Jetzt ist aber Finanzierung und Kreditvergabe ja eigentlich das Kerngeschäft von Banken, um jedes wirtschaftliche Projekt, sei es Journalismus oder was anderes, anzukurbeln. Ja, aber das ist eine Form von Kontrolle bei den Medien, die demokratiepolitisch jedenfalls problematisch wird. Wissen Sie, wenn eine große Bank eine Hotelkette finanziert, hat das noch keine politischen Auswirkungen. Aber wenn eine große Bank ganze Mediensektoren finanziert, dann braucht sie sich gar nicht mehr daran beteiligen. Sie braucht schlicht und einfach nur über den Zins reden, und da weiß der Herr Chefredakteur schon, was er zu tun hat. Also das heißt, die Bankenmacht macht sich auch gerade im medialen Sektor besonders deutlich bemerkbar.